Herzlich willkommen hier bei der Foscon im Development Track mit unserem nächsten Vortragenden Alexander Schwarz zum Thema Online-Dokumentation für Nutzer mit ASCII-Doc und Antora, wie man Dokumentation in ASCII, in Git mit dem Code zusammen verwalten kann. Viel Spaß dabei. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Videokonferenz kommen und in das Chat schreiben. Dann werden entweder zwischendurch oder am Ende gestellt. Ich sammle die dann im Zweifelsfall. Jetzt viel Spaß mit dem. Ja, danke für die Einleitung und auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Vortrag von der Dokumentation für Nutzer mit ASCII-Doc und Antora. Mein Name ist Alexander Schwarz. Ich bin ja IT-Consultant, das heißt irgendwie eine Mischung aus Softwareentwickler, IT-Architekt. Und als Softwareentwickler bin ich immer so im Java-Umfeld, Kubernetes-Umfeld unterwegs, ein bisschen JavaScript-Frontends. Und als IT-Architekt unterstütze ich Leute dabei, hoffentlich gute Entscheidungen zu treffen in ihren Projekten und auch mal Experimente zu wagen, Sachen ausprobieren, um neue Sachen zu entdecken. Genau, heute geht es aber um Online-Dokumentation. Und ja, wie immer erstmal so ein kleiner Einstieg in Dokumentation. Warum brauchen wir überhaupt so etwas? Die Motivation für Dokumentation. Wir möchten die Nutzer bei ihrer Arbeit unterstützen. Denn Software ist ja hoffentlich selbsterklärend, zumindest in weiten Teilen, aber so eine Dokumentation, die vielleicht die häufigsten Fragen beantwortet, so eine Übersicht über die Funktionen liefert, die braucht es dann eben doch nochmal, um bei der täglichen Arbeit zu unterstützen. Und idealerweise ist so eine Dokumentation halt immer aktuell. Sie passt zu der Softwareversion, die der Nutzer gerade im Einsatz hat. Und wenn es vielleicht mehrere Versionen draußen gibt, kann ich auch in der Dokumentation zwischen diesen Versionen umschalten und mir anschauen, was genau in dieser Version eben gerade an Funktionalität da war und wie es dort funktioniert hat. Die Inhalte sind idealerweise auch konsistent. Das heißt, die sind, wenn ähnliche Sachen an verschiedenen Stellen beschrieben werden, sind sie dann auch ähnlich beschrieben und weichen nicht voneinander ab. Ich kann vielleicht auch aufeinander verweisen. Das hilft mir auch bei meiner Konsistenz oder ich kann Textblöcke wiederverwenden an manchen Stellen. Und naja, Dokumentation, wenn ich sie schreibe, dann schreibe ich sie idealerweise in dem Moment, in dem ich auch neue Funktionalitäten schreibe und spiele sie dann im gleichen Moment in Produktion ein, wie ich meine Software in Produktion einspiele. Sie gehen also gleichzeitig live. Und an diesen drei Stellen möchte eben Antora unterstützen und da auch ein gutes Toolset und gute Strukturen zur Verfügung stellen, die dafür gut funktionieren. So eine Dokumentation mit Antora und ASCII-Doc sieht dann ungefähr aus wie dieses Beispiel. Das heißt, sie ist irgendwo, läuft sie im Browser, sie ist automatisiert und aktuell, sie ist durchsuchbar. Das heißt, ich habe hier oben sowas wie einen entsprechenden Suchbereich, wo ich meine Begriffe eingeben kann. Ich habe eine Navigation und Querverweise. Das heißt, wenn ich hier, ich habe so ein bisschen ausgeblendet hier eine Navigation auf der linken Seite oder ich habe dann hier drin auch noch Querverweise in meinem Text, wo ich dann auf andere Seiten springen kann. Und meine ganze Dokumentation, die ist nicht nur ein großer Wust, sondern die ist dann auch strukturiert. Ich sehe es zum einen nach Version strukturiert. Hier oben kann ich eine Version auswählen, die ich dann eben gerne zeigen, die der Nutzer eben bei sich installiert hat, die er gerade benutzt. Und hier unten kann ich dann zwischen verschiedenen Komponenten hin und her springen und sagen, das ist vielleicht meine Dokumentation für Endnutzer, das ist meine Dokumentation für diejenigen, die es installieren. Alle diese Möglichkeiten bietet eben Antora und die Toolbox, die es mitbringt. Und wie gesagt, dafür brauche ich eine Strukturierung der Dokumentation in Komponenten und Module. Komponenten haben wir schon ein bisschen gesehen hier. Module gibt es gleich noch ein bisschen im Detail. Antora geht dann her und sammelt alle meine Inhalte, die ich eben im ASCII-Doc-Format geschrieben habe, aus verschiedenen Git-Repositories, wenn ich verschiedene habe, ein und aus verschiedenen Branches und baut daraus eine Dokumentationsseite, die ich in einem Rutsch deployen kann, die auch dann alle Querverweise enthält. Und diese ganzen ASCII-Doc-Inhalte, die es eingesammelt hat, verwandelt es dann erstmal in HTML, damit es dann eben im Browser angezeigt werden kann. Und dieses HTML wird dann mit einem UI-Theme gemischt, mit also den passenden Styles, die ich habe, der passenden Kopf- und Fußzeile, mit der Navigation, die ich dafür vielleicht festgelegt habe, um noch andere Inhalte einzubringen. Und daraus kommt eben eine statische Webseite raus, die ich dann auf einem ganz normalen
Webserver deployen kann. Und die Konvertierung ist relativ schnell. Das heißt, auch große Dokumentationsseiten kann ich damit konvertieren in kurzer Zeit. Und ich habe auch sehr wenige Abhängigkeiten zu anderen Projekten, zumindest im Vergleich im Node.js-Universum. Das sind relativ wenige Dependencies. Es ist modular und erweiterbar. Aktuell gibt es gerade die Version 2 von Antora, die hat schon einige Module. Version 3 wird noch viel erweiterbarer werden, dass man da auch noch eigene Sachen besser schreiben kann. Gut, da ich jetzt über ASCII-Doc gesprochen habe und ASCII-Doc da auch immer wieder auftaucht, vielleicht eine kurze Abgrenzung zwischen den beiden. ASCII-Doc ist die Sprache und ASCII-Doc, da ist das Werkzeug oder die Toolchain, mit der man dann mit ASCII-Doc arbeiten kann. ASCII-Doc ist erstmal ganz normaler Text, schreiben ohne Ablenkung in der IDE, ich kann es in Git einchecken, hat einen großen Funktionsumfang für technische Dokumentation, so ein bisschen angelehnt an DocBook, aber halt eben nicht so kompliziert zu schreiben. Und ich kann damit Callouts machen, ich kann damit Listen machen, ich kann damit tolle Tabellen machen. Das ist alles Teil des Sprachumfangs, den ich hier habe. Wird seit 15 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und seit 2020 startete die Standardisierung bei der Eclipse Foundation von ASCII-Doc. ASCII-Doc ist dann das Werkzeug, mit dem ich aus ASCII-Doc-Textdateien oder ein Werkzeug, mit dem ich aus ASCII-Doc-Textdateien HTML erstellen kann. Und noch ganz viele andere Formate, PDF, EPUB, ganz viele verschiedene. Es ist Open Source, läuft unter Java, Ruby und JavaScript-Laufzeitumgebung. Und Antora setzt eben auf ASCII-Doc auf, um diese Konvertierung machen zu können. Schreiben in der IDE. Ich habe ja auch so einen Screenshot im Hintergrund mitgebracht von dem IntelliJ ASCII-Doc-Plugin. Da bin ich der aktuelle Maintainer von diesem Plugin. Und dort kann ich eben fokussiert als Entwickler mein Programmcode schreiben und gleichzeitig eben auch, ohne in ein anderes Tool zu wechseln, wenn ich möchte, auch im gleichen Git-Repository die Dokumentation fortschreiben, die dort existiert. Zusammenarbeit erfolgt dann eben über eine Versionsverwaltung. In diesem Fall ist die Versionsverwaltung auch vorgegeben. Es ist immer Git, wenn man Antora verwendet. ASCII-Doc würde auch mit ganz verschiedenen anderen Versionsverwaltungen funktionieren, aber Antora baut eben auch Git auf. Und das IntelliJ ASCII-Doc-Plugin unterstützt eben sowohl Antora mit all seinen Komponenten, Strukturen und Autovervollständigung als auch ASCII-Doc. Gut, schauen wir uns Antora genauer an. Was bringt Antora mit? Es bringt zum einen Struktur mit. Und zum einen diese Überlegung von Komponenten, die erstmal unabhängig voneinander existieren, die aufeinander verweisen können, aber separate eigene Namen haben, eigene Versionsnummern haben können. Ich könnte die Versionsnummern von einzelnen Komponenten auch unterschiedlich hochzählen, wenn ich das möchte. Und davon kann ich erstmal beliebig viele haben, um dann, ich sag mal, mit jeder Komponente genau einen Adressaten so anzusprechen, wie ich ihn gerne ansprechen möchte. Ein Endnutzer, ein Administrator, Administratorin, ganz verschiedene. Und jede Komponente kann dann mehrere Module haben. Die kann ich mir auch wieder frei wählen, können beliebig viele sein. Und jedes von diesen Modulen hat dann aber eine feste Struktur. Eine feste Struktur. In Antora heißen die Families von diesen Gruppen, von diesen Unterverzeichnissen, die dann immer wieder da sind. Das sind dann ein Verzeichnis für Seiten, ein Verzeichnis für Bilder, für Beispiele, für Anhänge. Oder auch Partials, das sind also kleine Text-Snippets, die ich an mehreren Stellen einbinden möchte. Und diese Struktur gibt Antora vor. Die ist auch in allen Antora-Projekten erstmal grundsätzlich gleich und hilft, dass Leute sich auch zu orientieren. ASCII-Doc als reine Inhaltsbeschreibungssprache gibt sowas nicht vor. Da haben sich vielleicht auch Best Practices entwickelt, wie man sowas strukturieren kann in einem Projekt. Aber Antora gibt hier noch viel, viel mehr Struktur vor, was eben basierend auf Best Practices, basierend auf den Erfahrungen, die Dan Allen nicht zuletzt und die Community gesammelt haben, wie man so etwas strukturieren kann. Und diese ganzen Inhalte kann ich dann entweder in einen Branch und ein Git-Repository reinpacken oder ich kann es eben in verschiedenen Branches haben oder auch über mehrere Git-Repositories verteilen. Das ist halt eine
fortgeschrittene Funktion. Am Anfang nutzt man das vielleicht noch nicht. Wenn man dann wächst als Projekt und mehr Dokumentation hat, kann man eben darauf zurückgreifen und davon auch profitieren, von diesen erweiterten Funktionen. Wenn ein Antora dann startet und dann nutzt er, wird einfach nur erstmal Antora als, sag mal, Kommandozeilenwerkzeug aufgerufen, zusammen mit Node. Und was Antora dann macht, ist, es braucht ein Playbook. Ein Playbook beschreibt dann, okay, welche Git-Repositories muss ich jetzt alle ziehen, in welchen Branches findet sich Dokumentation. Und genau, das ist so der erste Schritt, das liest Antora ein. Und dann holt es sich die verschiedenen Git-Repositories, wie sie im Playbook drin standen. Und genau, dann holt es sich die ganzen ASCII-Doc-Dateien raus, wandelt sie in HTML um. Das UI-Theme wird dann eben auch gezogen von Antora und damit gemischt. Dann wird vielleicht noch ein Suchindex erstellt und ich habe dann eine statische Ausgabeseite. Das ist der Ablauf von Antora. Um so ein Dokumentationssetup zum Laufen und zum Fliegen zu bringen, habe ich dann verschiedene Rollen in dem Projekt, die sich halt ergänzen. Eine Rolle ist sicherlich der Autor, die Autorin, und diese Person muss halt, sagen wir, strukturieren und schreiben können. Das ist dann so eine Erwartung, die man an so einen Autor einfach mitbringt. Und in dem Antora-Projekt muss diese Person dann aber auch mit Git umgehen können, um eben mit anderen Autoren entsprechend zusammenarbeiten zu können. Und ASCII-Doc können, um diese Inhalte zu erstellen, die es eben in diesem Projekt braucht. Es wird immer noch jemanden geben, der dann DocuOps macht, Automatisierung Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen jemanden, der ein Git einrichtet, der eine YAML-Konfiguration schreibt, das Playbook, wo dann die ganzen Sachen herkommen, der eine Package.json pflegt. Wir sind hier im Node-Universum unterwegs. Das heißt, alle unsere Versionen von Erweiterungen für Antora oder für Antora selbst stehen in so einer Package.json-Datei drin. Wir wollen sowas wie eine Continuous Integration haben für unsere Dokumentation. Das sind alles die Sachen, die man in einem Projekt braucht, jemanden, der das entsprechend einrichtet. Und die dritte Person ist dann der Webentwickler, Webentwicklerin, die sich dann um die Webseitenerstellung kümmert, zumindest um das Theme, was vielleicht anpasst, mit entsprechenden Logos ergänzt, aber halt so ein bisschen Wissen rund um HTML und CSS mitbringt. Jeder hat so seinen Aufgabenbereich, ich sag mal so, der Autor kann sich auf die Inhalte konzentrieren, der Webdeveloper kümmert sich um das Theme. Und DocuOps kümmert sich um die Automatisierung. Aber diese drei Sachen müssen eben abgedeckt sein, damit man dann auch eine gute Dokumentation hat und mit Antora auch ein gutes Ergebnis abliefern kann. Die ersten Schritte, die man dann hat in so einem Projekt, da gibt es auch einen Quickstart, den habe ich unten eingeblendet in den Folien. Start and Run. Der Autor, die Autorin wird dann schauen, ich erstelle erstmal eine Ordnerstruktur für meine allererste Komponente, die ich haben möchte. Die habe ich auf der rechten Seite mal dargestellt. Auf der obersten Ebene ist dann die Komponente. Darunter gibt es dann immer eine antora.yaml-Datei, die so ein paar Metadaten aufnimmt. Und dann habe ich verschiedene Module drunter. Ich habe jetzt hier genau ein Modul, das heißt Root in Großbuchstaben. Das ist so dann der Default dort drin. Ich kann aber auch das Root weglassen und andere Komponenten nur mit Namen hier vergeben. Kann man sich überlegen, wie das in das eigene Projekt am besten reinpasst. Und unterhalb jedes Moduls sieht man schon die Struktur, von der ich sprach. Antora YAML vergibt Name und Version. Index.adoc ist sozusagen die Startseite in meinem Pages-Ordner. Die Startseite von diesem ersten Modul in dieser ersten Komponente. Die Navigation in diesem Fall ist nicht automatisiert erstellt, sondern gepflegt. Das heißt, ich kann mir selber überlegen, wie meine Navigationsstruktur, welche Seiten wie eingerückt sein soll, dargestellt werden soll. Und dann fängt eben an, der DocuOps-Person zu sagen, hier, ich installiere mal Antora, ich erstelle so ein Playbook für den Autor, für die Autorin, für die lokale Vorschau.
und damit man eben lokal testen kann. Und dann gibt es vielleicht noch ein zweites Playbook, um es dann wirklich im Internet bereitzustellen, zu publizieren, wo dann vielleicht noch andere Parameter drin sind, wo vielleicht nicht ein Subset publiziert wird. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, die ich hier habe. Und der Webentwickler, der dann halt sich um das UI-Theme kümmert. Genau, schauen wir uns dann gleich mal ein Beispiel an. Ich glaube auch, jetzt ist es Zeit für ein Live-Demo, in dem der ganzen Theorie, die ich eben hier erzählt habe, auch ein paar Beispiele dazu zu geben. Marius fragt gerade, Playbooks in diesem Fall hier an Antora-Konzept und kein Ansible-Konzept. Das ist richtig, genau. Das heißt, es ist zwar auch eine YAML-Datei, wie wir gleich sehen werden, hat aber nichts mit Ansible zu tun. Gute Frage, Dankeschön dafür. Und als Beispiel habe ich hier heute mitgebracht die Dokumentation des IntelliJ ASCII-Doc-Plugins. Ganz im Sinne von Eat Your Own Dog Food. Die Dokumentationsseite des IntelliJ ASCII-Doc-Plugins ist mit Antora geschrieben. Auch hier sieht man wieder eine Suchzeile, eine Navigation hier oben. Man sieht hier eine Navigation auf der linken Seite, die dann diese eine Komponente, in der ich mich gerade befinde, in den User's Guide entsprechend strukturiert. Ich kann jetzt zwischen dem User's Guide und dem Contributor Guide hin und her schalten. Das sind meine beiden Komponenten, die ich hier habe. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie so etwas im Quellcode aussieht und auch wie die entsprechende Automatisierung davon aussieht. Gut. Gehen wir mal ins IntelliJ. Und ja, das ist hier sozusagen das Git Repository, in dem das, die Software selber entwickelt wird. Und da gibt es erstmal hier einen Ordner Doc, in dem ich die Komponenten abgelegt habe. Wie dieser Ordner heißt, aber Doc heißt oder anders, ist erstmal egal. Wichtig ist dann erst die Struktur innerhalb einer Komponente. Wie ich gesagt habe, es gibt hier zwei Komponenten, einen Contributors Guide und einen Users Guide. Und schauen wir mal in den Users Guide rein, was da so drin steht. Und genau, die Komponente wird hier beschrieben, sie hat einen Namen. Also das ist eigentlich der echte Name hier sozusagen, der wirklich technische Name, mit dem ich dann auch Querverweise machen kann. Aber hier oben gibt es dann noch den Title, der dann wirklich als Überschrift angezeigt wird, wenn ich die irgendwo verwende. Ich habe jetzt hier erstmal auf eine Version verzichtet an der Stelle. Man kann hier aber eine Version reinschreiben, die dann auch später publiziert wird. Und die Module, die ich hier habe, ich habe jetzt hier dieses eine Root-Modul. Das hat jetzt keine besonderen Rechte in dem Sinne, ist aber halt einfach der Standard. Der Standardname für das erste Modul. Und ich habe hier meine Navigation hier drin, die ich dann hier strukturiert habe. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Pages-Struktur schauen, dann habe ich hier auch meine Index-ADOC. Das ist dann hier meine normale ASCII-Doc-Datei mit meiner Überschrift, vielleicht noch ein paar zusätzliche Antora-Attribute, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat, dachte, wurde der Kurztitel für die Navigation habe ich hier drin. Ich habe eine Beschreibung hier noch mit drin. Ich habe ein bisschen Kommentare hier drin, um zu beschreiben nach dem Motto, wer dann hier der Leser ist für denjenigen, der das nächste Mal Dokumentation dazu schreibt. Und habe dann hier meine Struktur mit Überschriften, die hier so mit zwei Gleichheitszeichen eingeleitet sind, als nächste Ebene. Und ich habe hier Aufzählungspunkte drin. Man sieht hier auch, diese Struktur wird dann noch abgebildet, dass ich hier auch navigieren kann innerhalb meines einen Dokuments. Genau. Zwischendurch noch die Frage, wie sieht es mit Lokalisierung aus? Kann ich Antora-Dokumentation in verschiedenen Sprachen erstellen und dann lieber pro Version einen eigenen Ordner erstellen? Wie könnte man sowas machen? Es gibt so einen Umweg über Po4A für ASCII-Doc oder für Text Po4A, dass man da wirklich ein Translation Memory hat und Sachen dann übersetzt. Und dann würde man vielleicht einen eigenen Branch haben mit einer eigenen Versionsnummer, um zu sagen, das ist meine Version 1.0 meiner Software in der Dokumentationsversion DE für Deutsch oder EN für Englisch.
So könnte man sowas machen, aber on the fly wird das aktuell von Antora nicht unterstützt. Vielleicht schreibt jemand nochmal ein Modul dafür, dass es auch on the fly übersetzt wird, aber aktuell braucht man dafür eben, ich sag mal, einen eigenen Branch für jede Sprache, die man dann umsetzen möchte. Genau, hier sieht man so einen Querverweis, XREF als Querverweis, und habe dann hier die Möglichkeit, zum Beispiel zum Quickstart rüber zu springen. In meiner IDE wird sowas eben entsprechend ergänzt hier. Was ich jetzt sage, ich habe einzelne Dateien, ich habe hier Unterverzeichnisse, in die ich dann eben reinspringen kann. Und mit String B kann ich hier reinspringen und sagen, okay, jetzt habe ich dann hier sowas wie Callouts drin, und wenn ich dann zum Beispiel meinen Quickstart, das muss ja auf dieser Seite auch mit drauf sein, genau, kann ich dann hier eben auch reinspringen und sehe hier auch das Pre-Rendering. Das heißt, auch hier habe ich was ich hier bei meiner IDE so eingestellt habe, und ist, dass ich wirklich den gleichen Style habe in der Vorschau hier rechts, wie ich dann später auf der Webseite auch habe. Da sieht man hier zum Beispiel, das ist hier so eine Admonition Warning, die eben entsprechend eingeblendet wird. Ich habe hier sowas, ich habe wieder Aufzählungspunkte. Ich habe hier Verweise zu den Bildern, die hier in dem Vorschau auch aufgelöst werden. Das heißt, das Ziel war es hier, einen guten Support zu haben für das Schreiben von ASCII-Doc-Dokumentation und Antora-Dokumentation in IntelliJ. Hier gibt es so einen Schritt, der öfter mal wiederholt wird, nach dem Motto, wenn ihr fertig seid, installieren, geht doch bitte dann nochmal zu den Recommended Settings. Das ist jetzt ein Partial, den ich hier einblende. Und wenn ich zu den Partials gehe, dann ist es halt ein Textsnippet, der an verschiedenen Stellen verwendet wird. Der befindet sich jetzt im Ordner Partials. Und wenn ich jetzt mal meine IDE frage, wie oft wird das denn irgendwo verwendet? Das habe ich jetzt genau. Er sucht jetzt. Mal gucken, ob dann die Demo-Götter mit mir sind. Und dann wird er mir hoffentlich gleich zeigen, wo er das überall gefunden hat. Genau. Das wird eben an drei Stellen verwendet. Einmal bei der Installation wird es an zwei Stellen verwendet und in meinem Quickstart wird es verwendet. Und diese Partials helfen mir dann eben auch eine konsistente Dokumentation zu liefern. Genau. So, dann schauen wir mal wieder. Zwischendurch kam die Frage aus dem Chat, ein bisschen off topic, ob es sowas für Markdown auch gibt. Da gibt es vielleicht sowas wie Docusaurus oder andere Sachen. Ich bin selber ein ASCII-Doc-Fan, weil ich in ASCII-Doc sozusagen selten bis eigentlich gar nie in die Verlegenheit komme, irgendwie HTML in meinen Content-Sachen zu schreiben. ASCII-Doc ist da so feature-complete, dass ich dann wirklich Inhalte schreibe und nicht irgendwie nach HTML ausbricht. Deshalb bin ich einfach ein ASCII-Doc-Fan und vielleicht fehlt mir dann ein bisschen die Erfahrung im Markdown-Universum. Aber da gibt es bestimmt auch was. MK-Doc sieht man da vielleicht ab und zu. Gut. Aber da muss man halt Markdown schreiben. Gut, mal gucken, dass ich meinen Faden wiederfinde. Wo war ich denn jetzt hier? Genau, wir waren jetzt hier in der Installation. Genau, dann vielleicht sowas wie, ich alle gerne Leute, die so ein Keyboard-Makros mögen. Eine gute Dokumentation hat vielleicht auch sowas dabei, wenn es denn passt, so eine Dokumentation der verschiedenen Keyboard-Shortcuts mitzuliefern. Und hier gibt es erstmal ein bisschen Dokumentation oder Kommentare für diejenigen, die Dokumentation schreiben hier. Nach dem Motto, wo man hier ein bisschen nachschauen kann. Und dann gibt es hier halt für Windows und für Linux die entsprechende Dokumentation. Und ich brauche hier immer noch kein HTML zu schreiben, sowohl für so eine schöne Tabelle als auch für die entsprechenden Keyboard-Shortcuts. Und wenn ich das eben dann in meiner Dokumentation suche, nach Keyboard-Shortcuts, so habe ich es genannt. Vielleicht sollte ich noch mal was anderes, Shortcuts. Dann wird das eben auch genauso schön gerendert auf meiner Dokumentationswebseite, wie ich es eben bei mir in der IDE gesehen habe. Ist ein bisschen stark rangezoomt, aber so sei es hier. Genau, das heißt, ich kann hier, sag mal, als Coder bin ich hier, denke ich, sehr, sehr gut zu Hause, dass ich mit Tastaturkürzeln auch meine Dokumentation schreiben kann. Gut, das war so der erste Schritt hier.
Genau, schauen wir nochmal. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das. Hier ist mein Dokumentationsrepository. Ich habe mich dafür entschieden, und das ist, denke ich, bei Antora auch, denke ich mal, ein oft gesehenes Pattern, für den UI-Teil und da, wo das Playbook drin ist, noch ein zweites Git-Repository aufzumachen. Und was ich hier gemacht habe, was Antora gut kann, ist so eine strukturierte Dokumentation. Und was es vielleicht nicht so gut kann, wo man halt vielleicht ein bisschen hin und her schieben muss, ist sowas wie eine gute Startseite machen. Was ich hier gemacht habe, wenn man auch auf die Dokumentation, auf die Startseite geht vom IntelliJ ASCII-Doc-Plugin, das hier ist eine Jekyll-Seite, auch ein statischer Webgenerator. Ich sag mal, jeder andere statische Webgenerator hätte es wahrscheinlich genauso getan. Aber Jekyll hat auch eine ganz gute ASCII-Doc-Unterstützung, wie auch viele andere, aber jedem das seine. Und dann kann ich eben hier entsprechend einsteigen wie die Startseite. Das heißt, man findet hier einmal so ein bisschen was zu Jekyll. Das befindet sich dann in welchem Ordner noch gleich? Genau, so im Root hauptsächlich hier, Jekyll, Gemfile. Und dann gibt es einen Unterordner für Antora, wo jetzt hier noch ein bisschen mehr drin steht, wie zum Beispiel mein UI-Theme funktionieren soll. Ich habe mich dafür entschieden, das UI-Bundle SIP zu nehmen, so wie es von Antora erstmal kommt. Das ist das Standard-Theme, muss man kaum was verändern. Hat man erstmal eine Seite. Was man dann auf alle Fälle verändern möchte, ist wahrscheinlich die Kopf- und die Fußzeile. Und das ist eine Sache, die kennt man vielleicht schon von anderen statischen Site-Generatoren, wo man dann sagt, hier, den Footer möchte ich jetzt überschreiben, da möchte ich was, den Footer-Inhalt möchte ich überschreiben. Hier steht halt irgendwas drin, dass ich halt sage, wer jetzt daran mitgearbeitet hat, wer die Contributors sind, den Link zu GitHub. Und im Header möchte ich was anderes, im Header-Content möchte ich was anderes reinschreiben. Das sind so die zwei Dateien, die man auf alle Fälle verändern möchte, wo man vielleicht eine andere Navigation im Header haben möchte. Und nach und nach überschreibt man vielleicht mehr Sachen, sodass es sich bei mir hier so ein bisschen gesammelt hat. Ich habe so eine Lightbox reingebaut und halt, wenn man auf Images draufklickt, dass da was passiert. Aber das ist halt eine Sache, die halt der Webdesigner macht. Ich kann so ein bisschen HTML, ein bisschen JavaScript. Und so hat sich hier das nach und nach ein paar Sachen angesammelt. Auch diese JavaScript-basierte Suche, die ich hier drin habe. So kann man nach und nach Sachen hinzu. Und am Ende gibt es hier zwei Playbooks drin. Einmal das für den Autor, für die Autorin. Und dann sagt hier, das ist ich habe die Startseite für die Dokumentation. Da soll erstmal beim User's Guide einsteigen. Und dann lokal habe ich es alles schon ausgecheckt. Dann sage ich hier relativ zu diesem Verzeichnis, gibt es als ausgecheckte Dokumentation, die in Bearbeitung ist mit ihren beiden Start Paths. Und dann will ich auch nur den Head, also das, was ich dort habe, was ich gerade in Bearbeitung habe, entsprechend anzeigen und generieren lassen als statische Seite. Und er soll sich eben dieses UI-Theme hier holen. Und wenn ich dann später das Ganze im CI/CD publiziere, sieht es halt ein kleines bisschen anders aus. Ich sagte hier, ich möchte halt das wirklich das Git-Repository von irgendwo remote her klonen. Ich habe verschiedene Startpfade in meinem Git-Repository. Ich habe meine Branches, ich habe jetzt nur den Main-Branch hier drin. Man hätte vielleicht für jede Version, wenn jede Version in einem eigenen Branch lebt, dort verschiedene Branches hinterlegt. Und genau. Damit ist man hier unterwegs. Genau, so ein paar Einstellungen. Das ist auch alles Open Source, könnt ihr euch anschauen und Fragen stellen. Wie gesagt, am Ende wird hier ein Output generiert in irgendeine Unterstrich-Site-Docs. Am Ende wird das gleiche Verzeichnis, in das Jekyll vorher schon seine Sachen hineingeschrieben hat. Und dann habe ich meine fertige statische Webseite und kann sie entsprechend publizieren. Jo. Dann, wie geht's weiter? Jo. Vielleicht nochmal das Thema Dokumentation. Ja. Marius fragt, ist in von Antora generierten Bundle dann alles drin, inklusive der Texte oder nur das Antora-Theme? In dem generierten, also in dem UI-Theme ist wie gesagt nur das Theme drin, aber in diesem Site, was ich da gerade gezeigt habe, da sind dann auch die Inhalte drin. Also das heißt, ich klappe das hier aus, man sieht hier den Ordner Docs,
Da hat Antora seine Sachen reingepackt. Dann habe ich hier den Contributors Guide. Also wir waren im User Guide, bleiben wir beim User Guide. Dann habe ich hier mein Index.html und das ist jetzt wirklich UI-Theme am Anfang sozusagen. Und wenn man hier ein bisschen runterscrollt, kommen dann wirklich irgendwann die Inhalte. Gut, das ist noch Navigation. Und dann kommt der echte Text hier quasi in der Mitte. Und dann am Ende kommt dann irgendwann der Footer. Das sind wirklich statisch generierte HTML-Seiten. Wie gesagt, man hat hier eine Ordnerstruktur drin. Zum Beispiel alle FAQ-Einträge sind in einem eigenen Ordner, so wie ich sie auch in meinen Seiten habe. Die Advanced-Themen sind in einem eigenen Ordner hier drin. Ich switche mal zurück, dass man sich nochmal anschauen kann, wie das hier aussah. Mache hier wieder ein paar Sachen zu. Auch hier, das entspricht quasi genau meiner Struktur, wie ich sie eben auch in meinem Modul habe. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, die wir da gerade im Chat hatten. Wie gesagt, stellt keine Fragen im Chat. Ich versuche darauf eben entsprechend einzugehen. Genau, dann kann ich hier auch gucken, Dokumentation, das ist ja alles im Git drin. Und dann können wir mal gucken, wann und wie Show History. Kann man auch mal gucken, was wurde denn hier entsprechend geändert. Und dann sehe ich halt hier, hier gab es einen Commit, der sich um die neueste Version von Android Studio gekümmert hat, dass es da ein paar Änderungen gab. Und ich kann mir hier dann eben meine ASCII-Doc-Änderungen angucken, dass ich hier eben was für Version 2023 dazu geschrieben habe. Man kann dann auch sehen, wer es jeweils gemacht hat. Hier hat sich jemand mal zum Beispiel um das Source Highlighting gekümmert, das hier eben falsch war. Da hat jemand contributed. Genau, hier war was nicht sichtbar, hat er was korrigiert. Vielen Dank nochmal an ihn. Und wie gesagt, auch hier sind die Tickets eben miteinander verlinkt. Und wenn ich jetzt mal gucken würde, ja, jetzt habe ich mal gucken, ob ich hier ein gutes Beispiel finde. Ja, jetzt kann ich natürlich auch nach der Ticketnummer hier suchen, 734, was dann alles zu einem Ticket dokumentiert wurde. Ja, idealerweise würde man dann auch sehen, das war die Codeänderung, das waren die entsprechenden Dokumentationsänderungen, alles zusammengefasst und gelinkt an das GitHub-Issue, weil sie alle das referenzieren oder in das Commit-Set. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich ein gutes Beispiel finde. Aber anscheinend habe ich jetzt kein gutes Beispiel parat. Bin ich schlecht vorbereitet. Gut. Ja, von daher, wir profitieren hier von der Versionsverwaltung, die und Git, was uns das entsprechend mitbringt. Jo. Dann sind wir, glaube ich, am Ende des Demo-Teils. Wie gesagt, gerne Fragen stellen dazu, wenn noch was ist. Genau. Wie gesagt, Dokumentation, das sind ja schon die Fazitfolien, unterstützt die Dokumentation bei ihrer Arbeit. Wie gesagt, Software ist hoffentlich weitestgehend selbsterklärend, aber so die erweiterten Konzepte liest man dann doch vielleicht gerne mal nach, um auch mal zu schauen, was gibt es in erweiterten Funktionalitäten. Und wie gesagt, die Inhalte sollten aktuell sein. Was wir heute gesehen haben, die Chance ist eben, die Inhalte aktuell zu halten, indem man eben als Team zusammenarbeitet, über eine Versionskontrolle in Git. Ich mache meine Änderungen im Main Branch oder in einem Feature Branch in meiner Versionskontrolle in Git und im gleichen Branch arbeiten dann auch die Autoren mit, die entsprechenden Inhalte pflegen dort oder die Entwickler machen das teilweise gleich mit, je nachdem, wie man sowas eben in einem Projekt aufteilt. Die Inhalte sind konsistent durch Komponentenversionen und die Deduplizierung von Inhalten. Das heißt, eben dadurch, dass ich meine Version entsprechend auswählen kann in meiner Dokumentation, das kann ich gleich nochmal an Tora zeigen, finde ich dann auch genau diese Dokumentation, die zu dem passt, zu der Softwareversion passt, mit der ich gerade lokal arbeite oder in meiner Umgebung arbeite. Und wenn ich eben eine Deduplizierung mache über Partials, zum Beispiel, wie wir sie gesehen haben, so einfache Textblöcke, die immer wieder die gleichen Links enthalten sollen, immer wieder die gleichen kurzen Zusammenfassungen enthalten, dass ich die eben auslagere und modulübergreifend, aber auch komponentenübergreifend verwende.
Und ja, CI/CD, da können wir gleich nochmal reinschauen. Das ganze Publizieren von neuer Dokumentation, das soll dann auch wirklich gleichzeitig live gehen mit meiner Software. Das heißt, ich drücke auf den Knopf, ich committe was und dann springt meine Maschinerie an und bringt das dann wirklich live. Live in den Browser des Kunden sozusagen. Gut. Von daher sage ich erstmal hier, ja, vielen Dank. Das sind hier die Links zu ASCII Doctor, zu Antora, zu dem Plugin, was ich euch heute gezeigt habe, zu ja ein paar Videos, die ich schon in anderen Kontext schon mal aufgezeichnet habe, auch auf anderen Konferenzen. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir auf Twitter, stellt sie mir per E-Mail. Wenn es um das IntelliJ ASCII-Doc Plugin geht, Fragen auch gerne als GitHub-Issue, da gibt es eine eigene Rubrik für Fragen, die dann auch gerne beantwortet werden, entweder von einem anderen Contributor oder von mir. Genau, da wird euch dann geholfen. Und an der Stelle erstmal vielen Dank. Ja, wir haben zu danken für den Vortrag, für die Einführung, für den Überblick und die Beispiele. Vielen Dank dafür. Wenn ihr noch Fragen habt, ich sehe, es wird hier im Chat schon fleißig getippt. Wenn ihr im Stream zuschaut, bitte in die Videokonferenz reingehen. Da gibt es einen Chat im BBB, da könnt ihr die Fragen reinschreiben. Versuchen wir die jetzt hier noch zu beantworten. Wir haben noch ordentlich Zeit dafür. Und warten mal, was da so kommt. Ja, aber ich glaube, das ist eine sehr gute... Nee, gerne. Erzähl weiter. Ist natürlich eine wirklich schöne Möglichkeit, dass die Dokumentation auch nah beim Code ist, du sie halt zusammen verwalten kannst und wirklich auch die Änderungen von neuen Features im Code auch parallel mit der Dokumentation online sind. Im Vergleich dazu, dass du es halt getrennt führen würdest. Man kann sie halt dann auch gemeinsam reviewen an der Stelle. Genau, man macht ein Peer-Review und es geht ganz normal im Softwareentwicklungsprozess auch die Dokumentation, was ganz angenehm sein kann. Ja, schauen wir in die Frage rein, da kommt die erste rein. Achso. Wir haben ein bisschen Lag, wir beide, glaube ich. Frage ist doch. Genau, du liest die Fragen vor, ich antworte. So machen wir es. Okay. Die Frage ist, ist denn der reine Aurora-Output so minimal oder hässlich, dass sich der Überbau mit anderen Zeitbildern so sehr empfiehlt? Also, es kommt auch an, was für andere Sidebilder ihr so habt. Wenn die Sidebilder euch sowas mitbringen, wie mehrere Versionen voneinander zu verwalten, dann braucht es vielleicht Antora nicht. Wenn ihr sagt, ihr seid mit der Markup-Sprache zufrieden, dass ihr auch die ganzen Querverweisen zwischen Versionen machen könnt, zwischen den Komponenten, zwischen den Modulen machen könnt. Bei Markdown ist es meistens, ich sag mal, irgendwas dazugepacktes, was dann irgendwie so ein gewisser Markdown-Flavor wieder ist, dann seid ihr damit vielleicht auch gut bedient. Aber wie gesagt, diese Querverweise, diese Automatisierung, Sachen aus mehreren Git-Repositories auschecken können, on the fly, das ist eine Sache, ich glaube, die ist bei Antora sehr, sehr gut gelöst. Sie spielt sehr gut ineinander. Ist auch sehr gut integriert, dass man auch diese Trennung ganz gut hinkriegt zwischen Leuten, die Inhalte schreiben und die dann sich um die Automatisierung kümmern. Und die Leute, die Inhalte schreiben, zumindest jetzt mit dem IntelliJ-Plugin für ASCII-Doc und Antora, hat man da noch diese Autovervollständigung. Ich denke, dann ist das Ganze sehr rund und bietet da einen ganz guten Mehrwert. Das ist mal als Versuch eine Antwort. Dann gibt es eine Frage, die, wie es hier heißt, möglicherweise ins Detail geht zu sehr, aber die Frage ist, ob bei Plain ASCII-Doc würde ein Multipage-HTML-Output fehlen, das heißt, wenn er ein Verzeichnis mit 20 Dateien hat, ob dann auch 20 HTML-Dateien rauskommen, die man einzeln verlinken kann, Beispiel da wäre als Use Case Architecture Decision Records. Ja, also derjenige hat recht, gut, das ist ein Guest-Account, genau. Martin, ich glaube, der Name stimmt. Genau, also dieses Plain ASCII-Doc Multi-Page-Output, was da eben, das geht ganz gut eigentlich, dass man sozusagen aus jeder Datei eine HTML-Datei erstellt.
Was da aber dann auch fehlt, ist die Verlinkung. Die Verlinkung zwischen diesen verschiedenen ASCII-Doc-Dateien, zumindest die passenden Unterstützung dafür ganz gut hinzukriegen, ist manchmal schwierig. Doch ein bisschen heiser, Entschuldigung dafür. Das geht auch, ist aber halt dann doch ein bisschen, ich sag mal eher, vielleicht einfacher und gut für den Start, aber ich denke, für wenn man gute Querverweise haben möchte, dann hilft einem auch diese Navigation, die man da gestalten kann mit Antora. Die hat man bei diesen Multipage-Outputs in der Regel nicht so schön oder muss sie anders hinkriegen. Gerade mit der Navigation hat Antora noch einen deutlichen Vorteil, wenn man die eben individuell gestaltet. Also man hatte die ja gesehen. Die ist dann wirklich, ich sag mal, eine crafted Navigation, zumindest die auf der linken Seite, wo ich dann wirklich sage, das möchte ich jetzt in der Gruppierung haben, das möchte ich so und so eingerückt haben. Das Beispiel, was ihr sagt, was er hatte, war, glaube ich, dann Architecture Decision Records. Das heißt, ich schreibe auf, während meiner Entwicklung, warum ich hier links und warum ich da rechts abgebogen bin und mich für die eine Variante oder die andere Variante entschieden habe. Was man da halt manchmal gerne haben möchte, sind automatische Inhaltsverzeichnisse. Zu sagen, es kommt eine neue Decision dazu und die soll automatisch mit in der Liste auftauchen. Da müsste man, glaube ich, eine Erweiterung zu Antora dazu nehmen oder selber schreiben an der Stelle oder vielleicht sich kurz eine Datei generieren lassen. Aber ich glaube, automatische Listen mit Inhalten, da tut sich Antora ein bisschen schwer. Da kenne ich zum Beispiel Templating mit Hugo, dass man da sagt, gib immer alle Dokumente, die in den Metadaten das und das stehen haben und mach mir daraus mal eine Liste und dann möchte ich die Liste als Liste anzeigen lassen und da reinspringen. Sowas gibt es bei Antora Out-of-Box noch nicht. Vielleicht schreibt jemand bald eine Erweiterung dafür. Klingt nach einem Feature Request. Genau. Dann nochmal eine Rückfrage zu Dokumentation in mehreren Sprachen, ob man da pro Sprache ein eigenes Modul machen würde. Entweder eine eigene Komponente oder ein eigenes Modul. Eins von beiden würde man sicherlich machen. Jetzt lasse ich mal überlegen, wo die Vorteile wären für ein Modul und wo die Vorteile wären für eine eigene Komponente. Muss halt gucken mit den Querverweisen. Wenn man irgendwann von einer Komponente in eine andere Komponente verweist, muss man ausprobieren. Es gibt halt so, manchmal kann man sich bei den Xrefs halt Sachen kann man weglassen. Normalerweise könnte ich hier halt auch die Komponente schreiben und dann das Modul, so wie man es jetzt hier bei dieser Autovervollständigung sieht. Vielleicht macht man entweder eine eigene Komponente oder ein eigenes Modul dafür. Und dann hätte man halt irgendwo entweder hier einen DE dran, bei der Users Guide oder bei dem Root hier ein DE dran, oder man hätte es an der Version dranhängen. Irgendwo würde man es wahrscheinlich dranhängen. Und mit Pro4A, das wäre, glaube ich, mein Favorit, um solche Lokalisierung dann später zu machen. Pro4A. Das ist jetzt, ich sag mal, hier steckt man auf der einen Seite ASCII-Doc rein, dann kommt ein Po-File raus für Lokalisierung und dann kann man da seine Übersetzung machen, quasi wie ein Translation Memory im weitesten Sinne und dann lässt man es nochmal drüber laufen und dann kommt, wo man vorne ein Englisches reinsteckt und dann übersetzt es nach Deutsches hat, dann kommt auch dann ein deutsches ASCII-Doc wieder raus und das müsste man wieder einchecken und dann würde man Antora drüber laufen lassen. Also Antora arbeitet nur mit Sachen, die wirklich im Git irgendwo eingecheckt sind. Es sei denn, man arbeitet so in diesem Autorenmodus lokal, dann kann man auch mal einen Branch, den Head nehmen, der halt gerade lokal ausgecheckt ist, aber es muss halt immer eingecheckt sein. Das als Versuch an der Antwort. Und dann zur Ausgabe, ob es auch die Möglichkeit gibt, das als gesammeltes PDF, also ein PDF-Dokument rauszurendern, statt HTML-Seiten.
Von Haus aus erstmal nicht. Genau, ich könnte noch, es gibt dann eine Zulip-Community für Antora und zu ASCII.DOC. Wenn man auf die Homepage geht, wenn man hier Antora.org eingibt, und ganz wichtig bei der Seite, man muss nach unten scrollen. Below the Fold ist sozusagen die Management Summary. Hier wird nämlich nochmal alles zusammengefasst. Sehr schön designt, aber ich habe für mich, glaube ich, ein paar Monate gebraucht, bis ich mehr angefangen habe zu scrollen und nicht einfach nur immer nur auf Docs geklickt habe. Und es gibt hier die Community in Zulip, da kann man solche Fragen auch stellen, zum Beispiel PDF. Und man kommt dann, es gibt eine Erweiterung dafür, die zumindest mal ein PDF, die sind noch nicht so ganz, die sind noch ein bisschen früh im Stadium, sage ich mal so, die zumindest mal versuchen, ein PDF zu erstellen pro Seite hier, dass man sich das auch runterladen kann. Wenn man wirklich ein großes PDF erstellen möchte, gibt es von Haus aus für Antora erstmal nichts, was einem dann aber vielleicht helfen kann, ist zu sagen, man baut dann ein Masterdokument, ein Main-Dokument, wo man dann sagt, hier, ich include die entsprechenden Kapitel in der Reihenfolge, in der ich sie haben möchte und generiert dann nochmal ein PDF aus den gleichen Inhalten. Aber das ist etwas, da kann man halt wunderbar sein ASCII-Doc-Content wiederverwenden. Aber Antora hilft einem da erstmal nicht weiter. Okay, dann haben wir mehr eine Anmerkung als eine Frage. Marius schreibt, dass er verschiedene Markup-Sprachen zur Dokumentation sich angeguckt hat und verweist hier auf seinen Blog. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das in den Stream bekommen als URL. Also vielleicht einfach Augmented Mind. Gibt es eine Plaintext-Documentation in VCS? Genau, dann kann man... Mal so nett. Ich teile das mal. Genau, müsst ihr jetzt abschreiben hier oben. Das ist vielleicht spannend, wenn man sich da mal so umgucken möchte nochmal. Na ah, cool, prima. Und er sagt, das ASCII-Doctor-Plugin möchte er da auf jeden Fall noch ergänzen. Oder muss er noch ergänzen. Alles klar. Prima, da freue ich mich. Gut. Okay, und dann eine Frage, wie das denn ist mit dem Einbetten von Videos, weil ASCII-DOC kann Videos einbetten, wie das denn mit Git und Git und Antora funktioniert, ob das wieder deine Erfahrungen sind. Genau, wie ist meine Erfahrung damit? Ich habe bis jetzt keine Bilder eingebettet, ich habe meistens eher so mal Diagramme eingebettet, das klappt ganz gut. Da gibt es sowas, gibt es Croaky, ich weiß nicht, wer das kennt, das war hinten auch bei den Links dabei. Aber letztens hat das mal ein Nutzer ausprobiert, und das klappt offensichtlich. Das heißt, man hat im Moment den Ordner, der heißt Images, und hat einfach mal ausprobiert, ob man da auch ein Video reinschmeißen kann. Und dann hat er gemerkt, huch, das geht ja. Und hat dann die Frage im Chat gestellt, ja, ist das denn okay, dass das so funktioniert? Meinte Dan Allen, der Maintainer von Antora, nach dem Motto, ja, schön, dass das funktioniert, aber eigentlich wollten wir doch noch mal einen eigenen Ordner dafür machen. Aber solange das so funktioniert, funktioniert das wohl. Und jetzt habe ich, glaube ich, in GitHub ein Issue offen nach dem Motto, ja, da, also Dan war da nicht so ganz begeistert, sage ich mal so. Wir haben ja ein bisschen Zeit, wir können ein bisschen Anekdoten machen hier. So, da gibt es jetzt irgendwo die Issues hier. Genau, das Antora unterstützt, das IntelliJ-Plugin auch noch nicht unterstützt. Wie gesagt, er hat es halt hier reingepackt und committed. Und dann ist halt der Wunsch, dass das IntelliJ-Plugin doch bitte auch die Autovervollständigung macht. Ja, und im Chat, also es war im Chat, im Zulip-Chat. Aber jetzt nicht hier drin, wo Dan meinte, na, ob man jetzt, das ist doch eigentlich eher, ist doch kein Feature in dem Sinne, sondern eher so ein Zufall, dass das passiert, ob man das jetzt im Plugin unterstützen sollte. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich bauen wir es dann doch erstmal ein und dann gibt es halt irgendwann den Hinweis, hier, es gibt jetzt einen neuen Ordner für Videos oder so und möchtest du es nicht mal verschieben? Also es gibt so ein paar Inspections, die wir auch schon gebaut haben im ASCII-DOC und Antora-Plugin für IntelliJ, dass man halt sagt, hier, früher konnte man in Antora ASCII-DOC die Endung ADOC weglassen bei den Xrefs. In den neueren Versionen wird sie glaube ich, sogar erzwungen inzwischen, früher empfohlen und dann erzwungen, dass es halt so Inspections gibt, die sagen hier nach dem Motto, ja, das funktioniert jetzt noch, aber bitte fang doch schon mal an, die Endungen hier zu ergänzen. Genau. Gut.
Und eine Frage, ob es ein Antora-Plugin für VS Codium Visual Studio gibt oder ob da was bekannt ist, ob es sowas gibt. Ja, Visual Studio Code, da gibt es eine ASCII-Doc-Unterstützung, aber diese ASCII-Doc-Unterstützung hat Stand heute noch keine Unterstützung für Antora. Das führt dann dazu, dass man zwar ASCII-Doc-Inhalte schreiben kann, aber vielleicht die Bilder in der Vorschau noch nicht so ergänzt werden, wie das dann ergänzt werden könnte. Oder die Querverweise noch nicht auch so aufgelöst werden, wie sie aufgelöst werden könnten. Sagen wir so, die Funktionalitäten, also ich bin jetzt kein Visual Studio Code Nutzer im täglichen Umfeld, von daher ist mein persönlicher Bedarf da gering. Ich weiß aber, viele andere nutzen Visual Studio Code. Ich sag mal so, das IntelliJ Plugin hat seine Funktionalität dokumentiert. Da kann man durchaus mal abschreiben, es ist Open Source. Wer dazu Fragen hat und der gerne was bauen möchte, der ist auch herzlich eingeladen, auch mal, dass man sich zusammensetzt, überlegt, wie kann man sowas auf der anderen Seite bauen oder dann chattet mal, man trifft sich auf GitHub, man macht mal einen Videocall. Also im Sinne des Antora, ASCII-Doc, ASCII-Doctor-Ökosystems bin ich da durchaus offen, aber ich werde nicht derjenige sein, der es am Ende programmiert.